Das ist wirklich cool und dafür bin ich auch enorm dankbar, weil bisher habe ich das noch nicht geschafft, an irgendeinen olympischen Venue nochmal hinzukommen, weder nach Vancouver, Sochi oder eben Peking. So von dem her, ja, es ist schön, wieder hier sein zu dürfen. Ja, großartig. Also es ist sehr schön, wieder hier sein zu dürfen und jetzt auch noch in dieser besonderen Rolle. Macht sehr, sehr viel Spaß. Wir sehen tolle Wettbewerbe. Gerade jetzt schon Nordische Kombination war ja ein guter Start. Und jetzt hatte ich auch nochmal das Glück, sozusagen bei den Langläufern mit dabei zu sein, dort nochmal diesen Doppelerfolg mit zu feiern. Und das ist schon sehr, sehr schön. Da kommen eigene Erinnerungen wieder an die Zeit hier 2018 hoch und freut mich sehr, dass die Athleten das so mitnehmen können. Also, ich glaube, es ist eher mehr so diese Erfahrung, die bei sowas gesammelt wird. Für meine ersten Olympischen Spiele, die haben mich schon erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, erschlagen. Vielleicht nicht direkt, aber man sammelt enorm viele Eindrücke. Ganz vieles ist ganz neu und von dem her ist es schon mal ganz schön, vielleicht so als junger Athlet schon mal sowas mitzunehmen. Auch wenn es natürlich in der sportlichen Entwicklung oft noch sehr, sehr früh ist in dem Alter. Aber dennoch ist es, glaube ich, richtig cool, hier mit überhaupt dabei zu sein, dieses olympische Feeling, wie man so gerne sagt, aufzunehmen. Und das macht es auf jeden Fall schon sehr viel wert und auch so in dieser Zeit, wie man da heranwächst, glaube ich, ganz cool. Ja gut, es bleibt weiterhin dabei natürlich ehrgeizig und diszipliniert dafür auch zu trainieren und man kriegt vielleicht dadurch noch mal so eine extra Motivation, dass man sagt, okay, also das war echt cool, das möchte ich gerne jetzt noch mal wirklich im Großen erleben, wo alles vielleicht noch mal einen Ticken größer ist und besonderer ist und von dem her gibt es natürlich Motivation, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich weiter trainieren und Step by Step das Ganze mit durchziehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was für die Sportler dann so der größte Mehrwert dann ist dann auch. Ja, großartig. Also ich hatte schon enorme Vorfreude drauf, weil, wie gesagt, 2018 war für mich so ein kleines eigenes Wintermärchen. Und wenn man jetzt so an diese ganzen Wettkampfstätten und auch an die Orte, wo man vorher auch so gesehen hat, das Hotel, wo wir gewohnt haben und die ganze Region an sich das wiedererkennt. Gerade dann war ich jetzt heute auf der Loipe unterwegs, auf unserer Langlaufstrecke damals und da kommen sofort alle Erinnerungen wieder hoch. Man bekommt so ein bisschen Gänsehaut, man weiß sofort, wo jeder Trainer stand, wo die Familie stand, wo die Betreuer standen. Also das ist wirklich cool und dafür bin ich auch enorm dankbar, weil bisher habe ich das noch nicht geschafft, an irgendeinen olympischen Venue nochmal hinzukommen, weder nach Vancouver, Sochi oder eben Peking. So von dem her, ja, es ist schön, wieder hier sein zu dürfen. Ja, schon auf jeden Fall. Gerade so dieses Zusammenkommen dieser Athleten und die verschiedenen Sportarten an einem Fleck. Das ist auf jeden Fall das olympische Feeling, was ich auch selber immer sehr, sehr genossen habe und was ich großartig fand, dass ich so auch mit anderen Athleten ja, zu connecten und zu sehen und zu freuen, weil man die dann doch ja immer mal wieder auch in der ganzen Karriere dann wieder sieht. Und von dem her ist es sehr, sehr schön und macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck hier. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass es recht gut ausschaut. Der Jonathan und aber auch der Johann haben hier einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber auch die beiden Mädels, Sophia und Mara, ich denke, allgemein noch ein bisschen erschlagen von diesem ganzen Feeling hier. Und natürlich auch für sie vielleicht im Allgemeinen für die jungen Athleten eine sehr, sehr große Chance auch. Also, das ist sicherlich allein schon mal eine Überwindung hier ganz in Südkorea, weit weg von der Heimat und dann gleich so eine Chance. Aber ich muss sagen, alle vier haben das bisher großartig gemeistert. Und ich kann auf jeden Fall nur noch mal Glück wünschen jetzt für das letzte Mix-Team. Und das drücke ich Ihnen auf jeden Fall noch mit allen Daumen. Ich werde mit unterstützen noch mal, wenn es geht. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
Ja, es ist natürlich schon so, dass man sich natürlich gerne einbringen möchte. Und ich glaube, allein schon so ein bisschen Nervosität wegzunehmen und zu sagen, okay, hier funktioniert alles gut, mit zu unterstützen, wo man kann, mal mit Startnummern holen oder auch dementsprechend das Funkgerät mitreichen. Sowas habe ich immer gerne mitgemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein Ruhepol, was ein bisschen hilft, die Nervosität ein bisschen runterzulassen, ein bisschen Spaß zu haben. Und das hat bisher sehr gut funktioniert, glaube ich. Und von dem her. Ja, passt das bisher schon und ich werde es morgen nochmal mein Bestes geben, auf jeden Fall. ja, also ich glaube, momentan bin ich mit meiner Situation sehr, sehr zufrieden. Es funktioniert an sich sehr, sehr gut, da als Trainer da jetzt mit agieren zu dürfen. Mir macht es enorm viel Spaß und es ist schon herausfordernd, es ist anders, auch natürlich vielleicht, wie man sich es auch vielleicht vorher vorgestellt hat als Athlet. Aber dennoch glaube ich, man muss ja so ein bisschen mit seinen Aufgaben wachsen. Und ich glaube, ich mache mich ganz gut und bin natürlich weiterhin bemüht, da auf jeden Fall Vollgas zu geben, dass auch wir in der Nordischen Kombination mit den Jungs, in meinem Fall speziell natürlich, da weiterhin gute Erfolge einfahren können.